Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Und heute habe ich die 5 genialsten Food Hacks für euch. Und ich würde sagen, wir starten doch einfach direkt mal mit meinem allerersten Rezept. Und zwar sind das diese leckeren Frozen Yogurt Drops. Ein sehr, sehr cooler Snack für zwischendurch und viel gesünder als normale Bonbons. Und alles, was ihr hierfür braucht, sind Joghurts in allen Variationen und Geschmäckern, wie es euch am liebsten ist. Und so eine Spritztüte, die gibt es eigentlich fast in jedem Supermarkt. Und jetzt nehmt ihr einfach euren Joghurt und füllt ihn vorsichtig mit einem Löffel in eure Spritztüte rein. Und danach drapiert ihr so kleine Bonbons auf ein Backpapier. Da lassen sich die Bonbons dann nachher am besten von abnehmen. Ab in die Gefriertruhe damit und nach ca. 30 Minuten sind die Drops auch schon komplett ausgehärtet und können schon verspeist werden. Und sie sind wirklich super, super lecker. Einfach eine perfekte Alternative zu einem Eis oder zu Süßigkeiten, die viel, viel gesünder ist. Mein zweites Rezept ist mein absoluter Favorit und zwar ist das diese selbstgemachte Schokoschale für Desserts. Hierfür benötigt ihr natürlich einmal Kuvertüre und das ist egal, ob ihr Zartbitter, Vollmilch oder weiße Schokolade nehmt und einige Wasserballons. Als allererstes gebt ihr eure Schokolade in eine Schüssel oder eine Schale rein. Jetzt müsst ihr die Schokolade schmelzen. Das könnt ihr wunderbar in der Mikrowelle bei mittlerer Temperatur ungefähr 3 Minuten machen. Zwischendurch immer gut umrühren und dann ist die Schokolade wunderbar geschmolzen. Und jetzt beginnt ihr damit, indem ihr einen kleinen Klecks Schokolade auf euer mit Backpapier belegtes Backblech gebt. Nehmt euren aufgeblasenen Luftballon und stülpt ihn einfach in die Schokolade. Oh mein Gott, ey, ich habe den Ballon zu doll aufgeblasen, als ich den dann in die Schokolade gelegt habe, ist er einfach in 1 Milliarde Stücke geplatzt und das ganze Zimmer ist voller Schokolade. Oh Gott, ihr müsst schön aufpassen, nicht, dass euch das auch passiert, das ist so eine Schweinerei. Seht ihr, auch wenn das Video vielleicht schön aussieht, es läuft auch nicht immer alles glatt hinter der Kamera. Wenn es dann doch geklappt hat, dann drückt ihr den Luftballon einfach auf euren Schokofleck und fertig ist das Ganze eigentlich. Das macht ihr jetzt einfach mit allen Luftballons in den Schokosorten, die ihr eben gerne mögt. Nachdem ihr das Ganze dann in die Tiefkühltruhe gegeben habt und die Schokolade hart geworden ist, bringt ihr euren Luftballon einfach zum Platzen und fertig ist eure Schokoschale. Die könnt ihr einfach wunderbar als Dessertschale für zum Beispiel Eis, Früchte oder was auch immer benutzen. Und das sieht einfach so lecker und stylisch aus und ich finde, das ist die genialste Idee überhaupt. Damit sind wir auch schon bei meinem letzten Foodhack und zwar zeige ich euch, wie ihr ganz, ganz schnell Schoko-Marshmallow-Croissants machen könnt. Meiner Meinung nach ein richtig cooles Rezept. Hierfür benötigt ihr natürlich Marshmallows, Nutella und ihr braucht Blätterteig. Als allererstes schneidet ihr quadratische Stücke aus eurem Blätterteig. Und jetzt nehmt ihr so ein Stück und gebt in die Mitte einfach einen guten Klecks Nutella. Darauf legt ihr dann einfach Marshmallows und jetzt könnt ihr das Ganze zu einer dreieckigen Tasche zusammenklappen und die Ränder eben schön zusammendrücken, dass das Ganze nicht direkt wieder aufgeht. Zum Verzieren könnt ihr mit dem Messer an den Rand zum Beispiel so kleine Striche ritzen. Und zum Schluss schmiert ihr die Oberfläche mit ein bisschen Margarine oder Butter ein. Das gibt der Teigtasche nachher einen schönen Glanz. Es gibt auch alle möglichen anderen Arten, um die Tasche zu falten. Zum Beispiel das hier ist eine Flechtmethode. Sieht nachher auch sehr, sehr schön aus. Ihr könnt euch einfach austoben, wie es euch am besten gefällt. Werdet einfach kreativ. Und natürlich könnt ihr auch andere Dinge in eure Tasche packen. Zum Beispiel eine herzhafte Tasche machen. Zum Beispiel mit Salami und Käse. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und nach ca. 15 bis 20 Minuten im Backofen ist euer Blätterteig fertig und es ist einfach ein perfekter Snack für zum Beispiel morgens oder einfach zwischendurch oder abends. Es geht sehr, sehr schnell und ist einfach mal was ganz Besonderes. Und die Mischung aus Nutella und Marshmallow, oh mein Gott, das müsst ihr einfach probieren. Mein nächstes Rezept ist etwas Herzhaftes und zwar zeige ich euch, wie ihr diese coolen Party-Mini-Pizzen in wenigen Minuten herstellen könnt. Alles, was ihr hierfür braucht, ist einen fertigen Pizzateig mit natürlich Tomatensoße. Außerdem benötigt ihr geriebenen Käse und in meinem Falle habe ich mir so kleine Salami-Würstchen geholt, aber ihr könnt natürlich auch alles andere auf eure Pizza machen. Und als allererstes müsst ihr den Pizzateig einmal ausrollen und stecht einfach ein paar Kreise aus eurem Pizzateig. Und jetzt benötigt ihr eine stinknormale Muffinform, in die ihr jetzt einfach eure runden Teigstücke unten auf den Boden drücken könnt. Jetzt einfach noch mit der Tomatensauce einreiben,
mit Käse belegen und ganz oben drauf kommt dann euer Belag. In meinem Fall sind es eben so kleine Salamischeiben. Und das müsst ihr jetzt einfach mit all euren Förmchen machen. Das ist einfach eine mega coole Idee und funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wenn ihr fertig seid, gebt ihr euer Blech einfach in den vorgeheizten Backofen bei Umluft ungefähr 170, 180 Grad. Und nach 5 bis 10 Minuten ist die Pizza dann auch schon fertig. Ihr könnt sie vorsichtig mit einem Löffel aus der Form holen. Und die sieht nicht nur so lecker aus, die schmeckt auch mindestens doppelt so gut und ist perfekt für Abende mit Freunden, kleinen Partys oder einfach mal zwischendurch. Und dann kommen wir auch direkt zu meinem nächsten Gericht. Das ist einfach mega cool und zwar sind das bunte Spaghettis. Alles, was ihr hierfür braucht, sind normale Spaghetti und Lebensmittelfarbe. Als allererstes müsst ihr natürlich in einem Kochtopf Wasser aufkochen. Und da gebt ihr einfach eure Spaghettis rein. Manche Leute salzen das Wasser gerne, manche geben auch ein bisschen Öl hinzu, damit sie nicht zusammenpappen. Und nach der angegebenen Zeit auf der Verpackung schüttet ihr die Nudeln dann gut ab und verteilt sie auf so vielen Tellern, wie ihr verschiedene Farben haben möchtet. Jetzt einfach noch reichlich Lebensmittelfarbe hinzugeben und so lange und gut umrühren, bis die komplette Farbe eben auf den ganzen Nudeln verteilt ist und die Nudeln eine schöne, knallige Farbe bekommen haben. Und so sieht das Endergebnis aus. Ich finde es einfach mega cool. Mit einem Handgriff mehr hat man einfach so ein cooles, buntes Essen, das viel mehr Spaß macht zu essen. So, meine Lieben, das war es auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich euch ein bisschen inspirieren konnte. Wenn ja und wenn ihr Bock habt, dass ich einen zweiten Food-Hack-Teil drehe, unbedingt Daumen nach oben. Ich habe echt noch mega coole Ideen, also zeigt mir, dass ihr mehr wollt. Und außerdem, wenn ihr Lust habt, das ein oder andere Rezept nachzumachen, postet mir Fotos mit dem Hashtag BibisRezept, damit ich alles sehen und upstalken kann. Und ich werde mich da auf jeden Fall durchliken und favorisieren und was man sonst noch alles machen kann. Dann verlinke ich euch natürlich am Ende wie immer zwei alte Videos und zwar gibt es hier einmal mein allerletztes Video und auf der Seite verlinke ich euch mein Rezept, wie man selber Donuts machen kann. Wie cool ist das denn? Und dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, außer dass ich euch eine wunderschöne Zeit wünsche, hoffentlich bis zu meinem nächsten Video und bis dahin viel Spaß und ich hab euch lieb. Tschüss!